Diese Spuren sind natürlich auch im 1000-jährigen Prokwitz zu sehen. Besonders auf der Niederseite werden jetzt die Schäden nach und nach deutlich. Mit der Beräumung ist intensiv begonnen worden. Inzwischen sind die Bewohner in ihre Häuser zurückgekehrt, doch leider noch nicht, um darin wieder wohnen zu können. Das wird bei dem einen oder anderen noch einige Wochen dauern. Vorerst muss mit Kärchern und Besen und anderem Gerät der gröbste Dreck beseitigt werden, um nach und nach wieder die gewohnte Ordnung herzustellen. Zum schweren Teil der Arbeit gehört es, das unbrauchbar gewordene Mobiliar auf die Straße zum Entsorgen zu stellen. Diesbezüglich ist der Schaden gering, wobei der Schaden, der jetzt durch das Wasser entstanden ist, größer ist, als ich gedacht habe. Weil es sind, wie gesagt, Glas, Fensterscheiben sind kaputt, weil da irgendwelche Sachen wahrscheinlich gegengeschwungen sind. Den Schuppen hat es einfach zur Seite gedrückt. Die Terrasse, die wir eben neu gebaut haben im Sommer, die ist hochgekommen. Die Terrasse hier vorne, die sieht man gar nicht mehr. Das sind nur noch einzelne Bretter, die da hochschwimmen. Von daher ist viel zu tun. Ich muss sagen, wie erwartet eigentlich. Es wurde sogar schlimmer erwartet oder gesagt wie 2002. Wir sind froh, dass es nie in den ersten Stock gekommen ist. Von daher ein blaues Auge, aber noch relativ gut ausgegangen. Im Coswiger Ortsteil Kötels haben die Betroffenen des Bootshauses ihr Gebäude bereits wieder gesäubert. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich im Moment nur schwer einschätzen. Die Jahrhundertflut Nummer 2 war sehr unerwartet gekommen. Der maximale Pegelstand in Dresden betrug diesmal nur 8,70 Meter, also 70 Zentimeter unter dem Niveau von 2002. Ich habe gar keinen Plan mehr so richtig, wo in welcher Zeit ich bin. Das ist natürlich, wenn man jetzt den 10. Tag im Dauereinsatz ist, jeden Tag 12 und mehr Stunden. Aber wir können uns freuen darüber, dass wir weit oder ein ganzes Stück unter 6 Meter jetzt liegen im Elbpegel. Und wie Sie selber gesehen haben, sind wir ja schon fleißig beim Aufräumen. Die Bürger, die Helfer und die Anwohner, alles in einem Team. Und ich denke mal, dass wir das gut im Griff haben hier. Die Anwohner waren, das sei hervorgehoben, der Meinung, dass alle Aktionen relativ geordnet abgelaufen seien. Auch die Lehren aus der Flut von 2002 haben sich bemerkbar gemacht. Denn in der Innenstadt von Coswig hat man kaum mitbekommen, dass es eine Flut gegeben hat. Alle Straßen sind im Gegensatz zu 2002 trocken geblieben. Wenn man das verfolgt, das ist hier in Gebieten, die um uns liegen, dass dort Wolkenbrüche, Hagel und so weiter runtergehen, dann ist das für uns, wenn wir dann sagen, ja gut, blaues Auge, da sind wir verschont, was uns natürlich in unserer Arbeit auch hilft. Ja. Also nochmal so eine Welle oder einen erhöhten Wasserstand können wir hier nicht gebrauchen. Immerhin ist Coswig bei dieser Flut relativ glimpflich davongekommen. Dies macht einen Blick nach Meißen oder Bad Schandau recht deutlich. K3 wird die Geschehnisse der großen Flut von 2013 wieder in einem Film zusammenfassen und als DVD den Zuschauern des Coswiger Infokanals zum Kauf anbieten. Im K3-Programm werden die Zuschauer auf dem Laufenden gehalten, wann diese DVD erscheinen wird. Bedanken möchten wir uns bei Ihnen, dass Sie so zahlreich unsere Berichterstattung, ob im K3 TV oder im Internet, verfolgt haben.